Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 767. Dieses Mal mit einem PVZ. Wir haben einmal deutsche Beteiligung mit dabei. Denn der Protoss hier in Rot ist niemand geringeres als die Mauer Showtime. Und der spielt gegen den Zerg in Blau. Und diese Zerg-Spielerin, ebenfalls ein bekannter Name, es ist Scarlett. Sowohl Showtime als auch Scarlett 24 Jahre alt, wobei Scarlett ein bisschen älter ist, etwa 2 Monate älter als Showtime. Ja, Showtime spielt momentan beim ARMA-Team, einem französischen Team, das sich gegründet hat, nachdem Millennium in die Knie ging, beziehungsweise Millennium hatte eine komplette Umstrukturierung vom Management und das hat dem StarCraft-Squad nicht gefallen und die sind dann gegangen und haben ein eigenes Team aufgemacht. Ich glaube, das CSGO-Squad ging da auch noch mit, also da gab es einen ziemlichen Umbruch. Showtime unterwegs seit auch schon mehreren Jahren. Spielen tut er seit 2010, also seit StarCraft rausgekommen ist. Hat sich dann, nachdem er mit der Schule fertig war, soweit, also 2012 war das dann, mal versucht Pro zu werden. Ging dann auch ins Team Vega Squadron und hat sich dann durch mehrere Turniere gekämpft und hatte dann auch so nach und nach Erfolge, denn Showtime, ich glaube, sein erster Bühnenauftritt war auf den EZ Winter Masters 2012 und ab da ging es für ihn eigentlich nur noch weiter aufwärts und wurde dann über die Jahre einer der stärksten Protoss, die wir zur Verfügung haben in der nicht-koreanischen Szene und ist da auch noch immer. Quasi das Erbe von Sokke und Hasu, ups, das ist dann Showtime geworden. Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich Scarlett, die spielt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Schon ähnlich lange, seit StarCraft Wings of Liberty eigentlich raus ist. Und ja, ihre ersten Schritte waren auch so wie Jahr 2012 und hat sich dann über die Jahre auch zu einem sehr bekannten Namen hochgekämpft. Mit ganz lustigen Szenen, Scarlett eigentlich immer für Unterhaltung gut. Wenn wir gerade ein paar Dinge sehen, die an der Pro-Knapp und Showtime währenddessen geht, gerade auf den Stargate. Ja, Scarlett bekannt zum einen für ihr Game als Protoss, wo sie Dongregu, den koreanischen Zerg, als Protoss geschlagen hat in der MLG. Das hat für groß Aufsehen gesorgt. War zu der Zeit, als sie sagte, dass der Protoss 7-Gator für Zerg absolut unhaltbar ist und hat dann prompt diesen 7-Gator genommen, um einen anderen Zerg damit zu vernichten. Mein, viel effektiver kann man sein eigenes Balance-Geweine nicht darstellen, wenn man es selber ausführt gegen den anderen, damit auch noch schafft, damit zu gewinnen. Scarlett hat über die Jahre dann noch ein paar Mal öfter Protoss gezückt gegen andere Gegner, aber meistens nur in unwichtigen Turnieren. Nie wieder so wichtig, wie es in dem Match gegen Dongregu war, wo sie gewonnen hat. Da war es auch in den Regeln erlaubt. In der WCS sind Race-Switches während des Matches, soweit ich weiß, nicht erlaubt. Das heißt, da könnte Scarlett sowieso nichts tun. Ja, wir sehen hier, der Adept von Showtime hat mal reingescoutet, einen Link gekillt und jetzt hier wird er ziemlich krass gejagt. Problem ist, er hat nicht mehr viele Points und da ist Speed verdeckt. Das heißt, der letzte Link hier bekommt auch noch den Kill. Aber Showtime hat hier ein Proxy-Stargate gestellt, mit dem er hier gerade Oracle 1 produziert hat. Es gibt Wardgate noch natürlich mit dazu und das Oracle mal Weg in die Mainbase und Spore-Caller technisch ist das gerade erst im Bau. Das Timing eben durch das Proxy Stargate ist ein bisschen knackiger und somit ist nur die Queen momentan alleine. Und die Queen alleine, wie man sieht, verteidigt nicht gut genug gegen Oracle. Oracle schnappt sich hier bereits 6 Kills, 7 Kills, also dieses Oracle hat sich bereits gelohnt. Ich muss jetzt halt noch versuchen rauszukommen, das ist ja noch richtig schön. Aber Showtime lässt vom Moment hier stehen und damit verliert der Oracle Nummer 1, Oracle Nummer 2 kommt direkt nach. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er beide sie zur Verfügung hätte, aber auch Scarlett hier mit dem Gegenangriff, mit dem Overlord-Drop in Richtung Mainbase. Da ist gerade noch ein Pylon, der das hätte scouten können, aber der ist noch nicht ganz ready. Heißt, beide haben das Problem, dass sie eben die Defense, bis auch die Möglichkeiten, dass sie die Defend noch nicht ganz ready haben. Da kommen die Dinge raus in die Mainbase. Jetzt muss Showtime hier defenden, währenddessen auf der anderen Seite ist ein Oracle, hat mal versucht Kills zu finden, hat bisher erst einen einzigen bekommen und hier sind die Props einfach direkt am Fighten. Hier sind weniger Units in der Nähe, das heißt, die Props müssen die Sache selber regeln, aber 5 Props sterben bei der ganzen Sache. Man sieht, die Linge fressen sich da doch nach und nach durch, so mit Ausgleich der Worker-Kills momentan. Und die Linge hier zu zweit immer noch unterwegs nerven, natürlich scouten die ganze Zeit. Es kommt ein Phoenix mit dazu, der kümmert sich immerhin um den Drop-Overlord, aber die Linge hier, die haben schon genügend Schaden angerichtet, wollen nochmal einen Kill und kriegen auch nochmal einen Kill. Die weitere Prop, die Titan-Prop Nummer 8, damit tot. Somit 10 Linge gestorben, 8 Drones gestorben, 8 Props gestorben, ein Oracle down. In Minerals komplett gleich, im Gas hat Showtime mehr verloren, wobei Scarlett jetzt natürlich auch noch den... Da zählt das Upgrade nicht mit, das Upgrade für den Drop Overlord kostet auch Gas. Blizzard.
Da muss man mal wieder Forum-Post schreiben. Hat ja wohl keinen Wert, wenn Blizzard da nichts tut. Das muss alles passen. Mensch. Ja, damit Resmond auf beiden Seiten erstmal abgewehrt. Auch das Oracle hatte nicht mehr so viele Möglichkeiten gegen diesen Spore-Crawler. Wird es trotzdem nochmal versuchen, aber mit der Queen. Und man sieht auch, der Spore-Crawler dreht sich bereits in die Richtung des Oracles. Der hat eine Turret-Funktion und die Turret-Funktion greift ein bisschen früher, als er schießen kann. Ähnliches gilt auch für alle anderen Units, die eine Turret-Funktion haben. AKA Missile Turret von den Terranern. Immortal hat inzwischen eine Turret-Funktion. Hatte er lange nicht. Er hat die Community so lange gemeckert, bis Blizzard dann doch mal nachgegeben hat zu Legacy of the Void und hat dem Immortal dann seine Turret-Funktion installiert, weil der Immortal ist eigentlich ein Turret, aber er hat sich nie wie eins verhalten. Also quasi, dass die obere Hälfte sich separat drehen kann von seiner unteren Hälfte. Der Immortal war eigentlich schon für immer dafür konzipiert, aber es war nie im Gameplay implementiert, bis eben Legacy of the Void. Währenddessen sieht man hier, zwei Settles wurden gefangen, auch die Probe hier kommt nicht wirklich weg und die Linge damit verhindern die dritte Basis von Protoss. Auf der anderen Seite hier gibt es den Doppel-Archon-Drop. Wobbles sind auch bereits mit am Start. Das heißt, wir haben jetzt hier viele Dinge, die natürlich vom Archon gejagt werden könnten, aber lieber dazu eingesetzt werden Richtung Zerg Harassment. Ja, man sieht, die Archons stehen hier gerade rum. Shotem hatte die Baning hier gesehen, denn er wird hier gerade gebaning-bastet von Scarlet. Die hat keinen Bock auf ein allzu langes Match. Man sieht, die Wall wird auch schon hart angefressen. Es kommen neue Gebäude, um die Wall ein bisschen sicherer zu machen. Aber das Problem ist, da kommt einfach nochmal was nach. Und zwar die Baninge. Der Adept ist hier auch schon nicht mehr am Leben. Das heißt, er sollte die Flüchtiger allein zu defenden. Und die Archons sind gerade nicht zu Hause. Das ganz klare richtig schief gehen für Shotem. Da wird die Wall gebastet. Da ist ein Gateman auch noch down. Immerhin, das zweite ist noch online. Auch Charge kann noch gleich online kommen. Da wurde Charge nicht mehr davor. Es sind noch zwei Bandinge mit hier dabei. Trotzdem, es geht rein in die Natural. Die Props wurden bereits gezogen. Die Bandinge versuchen, den großen Connect zu finden. Die Cells geben hier alles, um irgendwie zu defenden. Ja, man sieht es in der Mainbase. Sind hier noch weitere die Linge. Auch in der Natural sollen sie noch weitergehen. Momentan Probe-Kills noch nicht wirklich passiert. Sonst hätten wir die Einblendung gesehen. Und die Archons hier wurde gerecallt mitsamt den Warpers, um das hier zu defenden. Linge wurden hier auch geklärt. Auch in der Mainbase wurden die von den Archons geklärt. Somit insgesamt 54 tote Linge. Auch einige tote Bandinge. Es gilt nach wie vor, Einheiten, die sich selbst zerstören, werden nicht im Units Lost Tab aufgelistet. Und da kommen eben die Baninge mit rein. Und auch die Nukes. Nukes werden auch nicht gelistet, weil die sich auch quasi selbst zerstören. Ja, wir haben mehr Archons und jetzt einen Salad Charge Push, weil Shotem hier quasi erstmal versucht, seine Wall wieder auf die Beine zu bringen und zudem keine dritte Basis aktuell nehmen kann. Und auch nicht, ja, wäre nicht möglich. Lingram Bay ist bereits wieder am Start. Somit gibt es jetzt einfach einen richtig dicken Push von Shotem in Richtung Zergbast. Und Scarlet muss jetzt selber auf einmal defenden. Hat gerade noch versucht, aggressiv zu fangen. Die Bandinge werden nicht rechtzeitig fertig. Die werden von den Archons komplett geklärt. Und die Protoss-Armee steht hier bereits zwischen Grit und Natural. Linge kommen jetzt hier erst mit zurück. Aber so viele Linge sind es noch nicht. Auch Hundas werden gerade noch gebaut und Bandinge. Aber alles noch nicht ganz fertig. Das heißt, Scarlet muss jetzt hier irgendwie auf Biegen und Brechen verteidigen. Der Swap ist versucht, einen Winkel zu finden. Nachdem es safe ist, ist jetzt hier oben in der Mainbase. Die Queens fighten gerade mit den ganzen Archons. Die Salads wurden Stück für Stück geklärt. Aber der Natural bereits 24 Crowns wurden rausgenommen. Und es geht weiter hier gegen die Queens. Die werden geliftet. Bandinge kommen jetzt hier erst nach. Die wurden ewig weit weg von der Heimatbasis gemobbt. Und die Bandinge wollen jetzt natürlich in die Salads rein. Die möglichst schnell clearen. Die Salads fressen auch den ganzen Bandingschaden. Und es wird hier alles rausgenommen. Einzig das Hope ist ein Versuch hier zu fliehen. Aber Showtime hat damit nicht mehr genügend. Hat keine dritte Basis. Damit keine Transition. Und schreibt hier GG. Scarlet macht das 1:0 in diesem BO5. Wir haben insgesamt, ich muss gerade mal noch gucken. Ja, das sieht man eben, Scarlet's Harassment. Und insgesamt 32 Drones gestorben. Und die ganzen Archons gingen drauf. Ja, 23 Salads noch dabei. Das waren eben, mit Baningen kann man das halten. Es war noch am Anfang ein bisschen unkoordiniert, wie man gesehen hat, aber Scarlet konnte dann am Ende doch genügend Masse reinbringen, um Showtime hier abzuwehren. Somit hat sie sich jetzt hier die Führung erkämpft und wir gehen in Map Nummer 2. Damit willkommen auf Neon Violets Gewehr. Und Showtime jetzt hier natürlich im Zugzwang, die Sache wieder auszugleichen. Mal sehen, was er sich dazu einfallen lässt. Weil Showtime ja dafür bekannt ist, dass er wahnsinnig solide spielt. Und auch wenn er mal eine gute BO gefunden hat, auch gerne an der festhält. Er kann gelegentlich All-Ins mit reinwerfen, aber das in der letzten Map war eher improvisierte Aktion, weil er eben gebaning-bustet wurde und dann versucht einfach die Reste seiner Economy und seiner Army so zusammen zu kratzen. Daraus nochmal einen Push zu bauen. Weil eine dritte Base erschien ihm als nicht sinnvoll in dem Fall. Weil er wusste, dass der Zerg, wenn er eine dritte Basis baut, ihm schon zu weit davon zieht in die Economy, dass es sowieso keinen Wert hat. Ja. Showtime, sein größter Erfolg bisher in seiner StarCraft-Karriere war der Sieg 2016 in der WCS Spring Championship. Das war die erste WCS, nachdem das System umgestellt wurde, während davor ja ein
komplett anderes System. Dieses System, dass es ein Zwei-Punkte-Systeme gibt, quasi für Korea und für Nicht-Korea. Das gibt es erst seit 2016 und da wurden dann auch die jeweils drei WCS-Circuit-Turniere pro Jahr angekündigt. Und da hat Showtime direkt das erste gewonnen. Seitdem kam er nie wieder ran, tatsächlich, an diese Leistung. Er hat nochmal ein paar Mal zweite Plätze belegt, aber er hat sich nie wieder einen Turniersieg in einem Premier-Event geholt. Hingegen natürlich in einige EPSs hat er noch gewonnen, aber die zählen eben als Major und nicht als Premier. Auf der anderen Seite, Scarlett, ihren größten Erfolg haben wir vor kurzem miterlebt, nämlich der Sieg in der IEM Pyeongchang, in der südkoreanischen IEM. Das war ihr erster Sieg in einem Premier-Turnier. Auch sie hat davor nicht, sie hat zwar gute Ergebnisse, aber eben nicht die Trophäe hochhalten können. Und das ist eigentlich ja das, wofür viele versuchen immer zu spielen. Man versucht auf den Sieg zu spielen, auf den ersten Platz. Man gibt sich zwar am Ende irgendwie damit zufrieden, wenn es doch nicht ganz so gut läuft, wenn man eben im Schnitt gute Ergebnisse erzielen kann. Aber es ist halt dann schon der große Traum, doch am Ende das große Ding zu gewinnen. Was natürlich bei jedem Spieler irgendwo bedeutet, die BlizzCon zu gewinnen. Aber das ist eben eine ganz andere Aufgabe. Man hat bisher noch kein nicht-koreanisches Spieler geschafft. Das war seit 8 Jahren, seit die BlizzCon mit StarCraft 2 unterwegs ist, durchgängig nur koreanische Sieger. Und mal sehen, wie lange es dauert, bis sich das mal ändert. Also ich sehe mal in der nächsten Zeit nicht wirklich, dass sich das ändern kann. Auch wenn sich die Nicht-Koris näher rangekämpft haben an die Dominanz der Koreaner. Insgesamt in den Global Finals sah es noch nie so aus, als ob die nicht-koreanische Szene da groß bestehen kann. Ja, wir haben wieder mal Stargate-Opener von Showtime gegen 3-Hedge Scarlett. Das heißt, alles verbleibt ganz normal soweit. Erster Adept ist hier unterwegs. Mal sehen, was der so anrichten kann. Ja, da geht's ran. Adept shadet sich mal kurz rein. Mal sehen, ob das von Showtime auch durchgezogen wird. Ja, ich hab's gar noch, falls nicht 100, bisschen stille geworden, aber nachgeschlagen. Wir haben nämlich beim allerersten BlizzCon Invitational, BlizzCon 2010 StarCraft Invitational, also das war wirklich die komplette Anfangszeit, da tatsächlich die beste Platzierung eines nicht-koreanischen Spielers war Zweiter und das war Loner, ein chinesischer Terraner damals und das wurde seither nicht mehr erreicht. Seitdem waren immer die ersten beiden Plätze koreanisch belegt. Spricht viel über die Dominanz auf jeden Fall von Korea, auch in StarCraft 2. Auch überraschend viele terranische Siege, muss man sagen. Von den ganzen BlizzCons, die es gab, gab es am meisten Terraner, die es gewonnen haben. So in etwa. Kommt davon, ob wir die Showmatches mit dazu zählen, das ist so eine Sache. Ich glaube, wenn wir es rein auf BlizzCon-Events begrenzen, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Das muss ich jetzt umstellen. Und wir stehen hier von Showtime. Nach dem Stargate kommt eine dritte Basis mit dazu. Hat noch hier in Phoenix gewonnen, natürlich um die Overlord zu sliden, aber die Overlord hat die dritte bereits gescoutet. Scarlett wird diesen Overlord, ja, zwar verlieren, aber das ist okay. Seine Arbeit bereits getan, das Oracle hingegen wurde abgewehrt. Gerade mal einen Kill hier gemacht und das, ja, war jetzt noch nicht so sonderlich spannend für dieses Oracle. Aber es ist eben nicht Proxy, das heißt, das Timing ist später und dann hat Scarlett auch das Timing raus, dass die Spore-Caller bereitstehen und auch die Queens bereitstehen für dieses Oracle und es nimmt hier nochmal mehr Damage. Also es kriegt hier schon einiges ab, kann sich hier nicht großartig halten. Damit das Oracle hier gerade zum Scouten abbestellt. Wir haben bei Showtime Seite einmal komplett mehr Tech-Auffüllung durch Robo, durch Twilight Council, durch Forge. Und somit gehen wir voll Richtung Makro-Game. Auch Scarlett hier natürlich, ups. Scarlett hier voll Richtung Makro unterwegs. Drone Count bereits 54, nochmal 5 kommen dazu. Der Phoenix versucht mal weitere Kills zu finden. Es kommt ein Roadrun und ein Leertech. Aber das ist nur übergangsweise, das ist nicht so tragisch. Okay. Das Oracle hier. Ja, es findet einfach nicht so wirklich den Damage, auch wenn es sich hier bemüht. Eventuell wird es von hinten gerecalled, weil es von da nur noch schlecht rauskommt. Die Queens sind nicht immer noch auf der Jagd hier von Scarlett. Und Showtime, wird es hier recallen oder lässt es hier tatsächlich sterben? Weil wenn die Queens, ja, die schleichen sich so nach und nach ran, die haben es jetzt auch gesehen. Und jetzt wollen sie da an dieses Oracle. Showtime, da kommt der Recall. Das sollte noch durchkommen. 20 Hitpoints. Aber es kommt weg. Phoenix scoutet einmal mehr. Über die Sorgbasis sind die Queens hier. Es werden Roaches gebaut bei Scarlett mit Roach Speed, aber auch der Drone Count mit 66, drei Basen voll saturiert. Ich denke, eine vierte Basis wird bei Scarlett nicht lange auf sich warten lassen.
Währenddessen baut Showtime auf plus 1 Attack und Charge und hat sich wieder ein Templar Archive geholt. Für einen High Templar Warpin, für einen Doppel Archon Drop hier im Süden der Karte. Und der wird dann auch Richtung Mainbase mal reingehen. Spockholler steht natürlich ein bisschen zentraler, das heißt, das Warprism sollte da nicht die größten Probleme damit haben. Einfach die Archons ausladen, von selber reinlaufen lassen und im Notfall kann man die aus der Distanz wieder einladen. Gar kein Problem. Ja, Showtime hier. Da ist er in der Mainbase und da, die Archons gehen ran. Wollen an die Drones natürlich, aber die Drones fahren hier schon mal weg. Und somit die Archons wissen nicht so ganz, worauf sie schießen sollen. Schießen erstmal hier auf den Extraktor. Aber nicht mal der kann hier gesniped werden. Das Warprism muss sich hier zurückziehen. Jetzt kommen die Roaches mit dazu. Es werden Hydras gebaut, Hydra Speed. Plus 1 Missile Attacks. Und wir haben den Lurker denn unterwegs. Und gleich mitsamt Infestation Pill. Das ist gerade jetzt hier auch richtig krass am Tacken. Wenn jetzt ein Showtime mit dem Reinforcement Select Warpin möchte jetzt hier mal ein bisschen pressuren. Dafür sorgen, dass der Serk hier nicht ungehindert alles tun kann, was er will. Also die Salets hier, man sieht, sie werden hochgestellt in Richtung dritte Basis, aber auch hier, Scarlet ist bekannt für guten Creep-Splat und einmal mehr hier, wie man sieht, der Creep ist schon sehr, sehr weit ausgebaut. Also diese Salets werden schon so früh gesehen, wird sehr schwierig für Showtime hier vernünftig mit den Salets was anzurichten. Scarlet sieht die einfach jetzt schon, man sieht auch, die Army setzt sich in Bewegung, um die abzufangen. Immerhin die Archons versuchen das als Ablenkung zu nutzen, um in der Mainbase für mehr Stress zu sorgen, da auch mit Reinforcement Warpin. Da die Salets gehen ran, aber die Roach Hydra Army steht hier bereit. Trotzdem in der Mainbase geht es jetzt zur Sache. Neue Salets und die Archons hier mit dazu, die Drones werden gezogen. Zwei sind bereits gestorben und jetzt hier sind tatsächlich mal die Protoss-Einheiten in der Mainbase, wollen hier Schaden machen, die Archons kämpfen gerade gegen die Roaches, wollen die ein bisschen weghalten, währenddessen versuchen die Cells an die Drones zu kommen und 8 Drones sind hier gestorben, die Cells können nicht eingeladen werden, die müssen, werden hier zurückgelassen, wohl oder übel, es gibt keine andere Möglichkeit und somit starten die ganzen Cells, aber sie haben die 10 Drones erwischt und die nächste Welle in Cells wollte auch nochmal reinlaufen, aber hat dann sich doch dagegen entschieden, weil der Creep-Split immer noch zu dicht ist hier momentan und Scarlet eben sieht, in welche Richtung sich die Cells bewegen. Showtime in dieser Zeit geht auf Immortals, geht auf Storm und plus 2 Attack und hat sich hier eine vierte Basis geholt. Auch bei Scarlet Basis Nummer 4 und Basis Nummer 5 gleich am Start. Heißt, sie gehen gerade in großen Schritten Richtung Late Game Tech von beiden Spielern. Showtime hier drückt seine Ground Army nach und nach raus. Und ja, die WCS-Geschichte und BlizzCon-Geschichte nach Rassenverteilung ist ein bisschen schwierig, kommt drauf an, was wir definieren, denn ist das WCS-System gibt es erst seit 2012. Davor gab es die sogenannten BlizzCon Invitationals und die sind eben ein anderes System, das heißt, die haben beide verschiedene Aufbauten und eben dann auch verschiedene Gewinner, denn die BlizzCon Invitationals haben viele Terraner und die WCS haben viele Protoss, wenn ich das richtig sehe. Sehr viel Protoss-Gewinne. Sehr viel Protoss-Gewinne. So, Protoss, okay, also gut, sehr viel ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben dreimal Protoss-Sieg, zweimal Zerg-Sieg und einmal Terraner-Sieg, was das WCS-System seit 2012 betrifft. Das heißt, das ist überraschend ausgeglichen. Mal sehen, was dann 2018 natürlich dazukommt. Aber das sehen wir erst am Ende des Jahres. Ja, Scarlet hier mit einer vollen Zerg, Roach, Hydra, Lurker Army. Es kommt Adaptive Talents, das Speed Burrow Upgrade. Es kommt noch das Roof Spines Upgrade für die Hydra Range. 2-1 Upgrades, Overlord Speed. Also Scarlet hat gleich komplett wichtigen Tech ready, aber es dauert noch einen Augenblick, wenn das ein Showtime läuft einfach gerade mit seiner dicken Army über die Karte und versucht, den Creepster zu klären. Templer sind mit dabei, kommen da die guten Storms. Scarlet versucht hier bereits ranzukommen an diese Templer, aber defensive Storms halten momentan mal die Rest-Army weg. Die Lurker allerdings, ja, die ziehen sich auch nochmal zurück. Adaptive Talents ist noch nicht ganz bereit, aber sollte es in Kürze sein. Da werden die Lurker ein weites Mal gegraben, sehr geklumpt, da kann man gut Storms draufsetzen oder mit Immortals agieren. Da kommt der Tech und die Immortals gehen schon mal ran, aber es ist noch sehr, sehr viel Puffermaterial für diese Lurker eben vorhanden. Da kommt man nicht so einfach durch. Und Showtime zieht sich erstmal zurück. Creepset ist immer noch ziemlich gut hier tatsächlich. Showtime hat noch nicht alles abgeräumt. Das sind noch einige Creep-Tumore hier, die man rausnehmen kann und rausnehmen sollte. Der war jetzt hier zum Beispiel wichtig, denn das sind eben die aktiven Tumore. Die können doch weiter gespreadet werden. Das heißt, wenn man die rausnimmt, wäre es nochmal wesentlich sinnvoller. Scarlet in dieser Zeit mehr Lurker und Drop-Overlords, die gemorpht werden, zusammen mit Speed-Upgrade. Das heißt, Scarlet wird hier gleich einen Konter anfangen. Weil das ein Showtime eigentlich hat den Weg zum dritten gefunden, Scarlet ein bisschen umlaufen, aber jetzt versucht Scarlet Showtime zu umlaufen, versucht von zwei Seiten zu kommen, von hinten natürlich ran an diese Templer, wäre eine ziemlich gute Idee, die Roaches und die Hydras, aber finden hier noch nicht wirklich den Angriffswinkel auf die Templer, die werden noch geschützt von der Rest Protoss Army, trotzdem Scarlet möchte hier Showtime surrounden, rennt hier mit allen ihren Einheiten ran, das Lurk-Upgrade ist nicht so schnell, das heißt die Lurker sind wahnsinnig schnell am Boden und Showtime muss jetzt hier stehen und fighten und er fightet hier richtig, richtig gut und Scarlets Lurker sind noch nicht wirklich mit dabei, jetzt hier kommt der Recall, jetzt werden die Lurker noch eingegraben, da säbelt es nochmal ordentlich durch, da stirbt nochmal richtig viel von der Protoss Army.
Und Scarlet damit tradet richtig viel, wenn das ein Showtime, aber nochmal mit dem Bob ist in der Mainbase, mit den Zealots hier drin. Und da geht's auf den Hive-Deck. Zealots haben hier plus 2 Attack und man sieht, wie schnell der fällt bei so vielen Zealots. Jetzt eigentlich nicht wirklich das Fokusfeuer gesetzt. Die Zealots haben nicht ordentlich durchgedrückt, somit der Hive bleibt erstmal am Leben. Stattdessen geht's nochmal auf ein paar Einheiten. Jetzt nochmal der Refocus, aber der Hive hat noch 1200 Hitpoints. Wird das also eine ganze Weile länger überleben. Zealots wurden alle geklärt, aber es sind nochmal 9 Drones hier gestorben. Und Showtime in dieser Zeit geht auf sein eigenes Mathe-Schiff. Weil er merkt von wegen, er braucht nochmal höheren Tech. Der Zerg hat hier bereits ziemlich viel, ist schon ziemlich weit entwickelt. Und Scarlet jetzt tatsächlich mal selber am Pushen. Nimmt die Overseer auch mit richtig viele Hydras auf dem Feld. Auch noch richtig viele Lurker auf dem Feld. 10 Lurker, 30 Hydras. Und immer noch sind irgendwo hier die 4 Drop-Overlords. Mal sehen, ob wir die hier... Okay, die werden gerade mitgezogen. Das heißt, Scarlet jetzt hier mit einem vermutlich 2 Frontenangriff. Einmal Drop in die Mainbase, einmal Push an der Natural. Showtimes Army steht aktuell an seiner 4. Basis, aber ist noch nicht so elegant groß, wie man sieht. Hat da einiges an Supply verloren. Er versucht eben auch gerade noch ein paar Investments durchzubringen. Eine neue Robo, ein paar Cannons, das Mothership, was 400 kostet. Ich meine, der Phoenix sieht die ganze Aktion. Sieht die Drop-Overlords, sieht die ganze Circle, wie sie rumsteht. Das heißt, Showtime kann es jetzt hier in die richtige Richtung bewegen, um eben hier abzuwehren. Aber das Problem ist eben, es sollen 2 Fronten losgehen, wobei die Drop-Overlords sind noch nicht beladen. Stattdessen hier einfach mal die Hydras und die Lurker belagern die Wall und da gehen die Gebäude ziemlich schnell down. Wenn das ein weiterer Rumba hier schaut, ob da eine neue Basis kommt, aber das ist noch nicht der Fall. Aber die rennen hier auch weiter in die 4. Basis von Showtime. Das heißt, Showtime muss sich an so vielen Fronten verteidigen. Da wir sind Cannons mit Schildbatterien, da kommen nochmal Zealots mit rein. Wenn das hier wird weiterhin die Army zurückgehalten, einfach durch Storms. Die Army hier drüben wird vom Stasis Ward nochmal erwischt. Damit das. Die können momentan wenig tun und Scarlet macht die einfach weiter. Aber Mortals sind da, getaggt ist diese Arme. Da gehen nochmal Storms mit raus. Scarlet natürlich muss hier eine Rampe hochfighten, was immer ein bisschen unschöner Moment ist. Aber die Leute machen einfach so viel Damage hier. Showtime fleht immer wieder Einheiten, kann sich da schlecht halten an dieser Position. Hat jetzt das Mothership mit dabei, aber seine Ground Army ist noch nicht ganz ready. Er versucht aber gerade Doppel-Tempest zu bauen und Doppel-Tempest hat dann die Range, um hier nach und nach diese Einheiten zu snipen. Zusammen vor allem mit dem Mothership, das sind hier die Helden wieder raus aus der Stasis, aber Zealots werden nachgeworbt, auch ein Immortal und die Archons kommen dazu, um das hier abzuwehren. Hier sind noch viele Hydras, hier nochmal neu getaggt und da wird jetzt tatsächlich mal eingeladen. In Richtung Mainbase soll es hier gehen mit ein paar Sorgeneinheiten, es sind nicht so viele und die Tempests sehen das hier auch und schießen schon mal auf die Overlords, auch die Templer kommen hier mit hoch. Die Templer alleine ist vielleicht ein bisschen unvorsichtig, aber da kommt ein Storm mit raus, erst der Overlord geht hier down, weitere Storm geht hier raus und die Sorgeneinheiten sind schon ziemlich angeschlagen. Wird nicht allzu lange überleben, aber währenddessen ein weiterer Gau hier eben auf diese Basis, da wird das Mothership kurz gefokust. Die Cannon ist jetzt hier raus aus dem Cloak und wird damit angegangen. Jetzt kommen die Zealots hier mit ran, versuchen sie durch die Hydras zu schlagen, haben da auch einen relativ guten Erfolg dabei. Aber es sind noch immer Hydras übrig, wenn das sind hier. Die Drop-Overlords wurden zurückgeschlagen, die Drop-Einheiten wurden zurückgeschlagen, hier nochmal ein Storm mit raus. Und hier mehr und mehr Hydras, das wird wieder gefährlich, wenn ihr Showtime weiter fighten möchtet. Es ist hier sehr, sehr gespaltene Fight die ganze Zeit und die Lurker gehen jetzt einfach aggressiv rein in die Natural, aber fressen auch einen Storm und müssen sich mit den Immortals anlegen, was nicht ganz einfach ist. Es kommen noch Zealots mit dazu, die sterben mega schnell weg, aber auch Immortals jetzt von der anderen Seite, lifts nochmal auf die Lurker und der Lift-Cancel von Showtime einfach, um die Lurker aus dem Boden rauszubringen. Wenn das geht, die Hydras hier ran aufs Mothership, kommen eigentlich nicht ganz ran. Mothership ist ziemlich low, aber es bleibt erstmal am Leben. Showtime jetzt hier mit dem Reinforcement, Scarlet kitet nach hinten mit den Hydras, hat hier nochmal ein Obsidian da, ich snipe nochmal den Observer. Weicht nochmal den nächsten Storm hier aus, aber Zerg hat hier auch sehr, sehr viel verloren. Man sieht Scarlet Supply runter auf 130 und Showtime baut währenddessen Carrier. Hat hier immer noch die Tempest am Start. Das Mothership hat wieder ein bisschen Schilde dank der Schildbatterie. Jetzt kommen die Crafter nochmal dazu, die wollen das Mothership haben. Die kriegen das Mothership auch ohne Probleme. Und es geht hier einfach auf die ganzen Tempest, denn die Tempest sind nicht gut im direkten Fight gegen Crafter, wie man sieht. Mühen sich da zwar ab, aber es stirbt ja auch nur ein Tempest. Da traden nur, glaube ich, ein Corruptor, der gestorben ist, 2 Corruptor, die gestorben sind. Für ein Mothership und ein Tempest, das hat sich locker gelohnt hier für Scarlet. Aber auch sie selber, ihre Economy ist noch nicht megamäßig gut. Sie hat noch einiges am Bank, aber ist sich, glaube ich, gerade nicht ganz sicher, worin sie die verwendet hat. Auf jeden Fall die Larven. Jetzt kommt noch ein Lurkamov, das heißt, jetzt ist das Gas mal weg. Hier kommt eine Goldbase mit dazu. Die Basis hier ist nicht besetzt, tatsächlich. Aber Showtime hat hier momentan nicht wirklich ein Warprism auf dem Feld. Er hat kein Warprism im Besitz aktuell. Das heißt, er kann da wenig harassen. Und Scarlet's Army sammelt sich einfach einmal mehr. Aber Showtime versucht hier auf Carrier zu kommen. Er hat nochmal 2 hier gerade im Bau. Und geht auf das Graviton-Katapult. Zudem auch ein Void Ray, was hier mit dazu kommt. Showtime versucht die Transition in Richtung Air Army, damit er gegen Lurker nicht so die Probleme hat. Es sind noch einige Mortals am Start. Und da geht's aber wieder rein. Scarlet bedrängt einmal mehr Showtimes Basis. Aber er hat immer noch eine ordentliche Army mit den Tempests, mit den Carriern und auch mit Storm. Wenn der Storm ordentlich sitzt auf den Corruptern, haben die Corruptern auch kein so leichtes Leben.
In der versuchen eben gerade die High Templar ranzukommen. Die Corrupted Keen jetzt hier über die Mainbase. Scarlet's Ground Abbey währenddessen rennt wieder Richtung Showtimes vierte Basis. Was Showtime natürlich gerade nicht auf die Reihe kriegt, ist eine fünfte Basis. Dafür ist einfach zu sehr unter Feuer. Und jetzt die Corrupted Keen nochmal rein, versuchen eine Einheit zu snipen, aber kriegen hier doch einiges ab. Aber da kommt jetzt eben der nächste Go an der vierten Basis. Die Mortals sind sehr und die Templar. Aber reicht das gut, sie defenden? Da gehen die Storms raus. Da geht auch hier der Caustic Spray gerade noch auf den Nexus ab, das wird gecancelt. Die Mortals werden von den Lurkern zerschossen. Hier die Hydras geben ja auch alles. Da stammen viele Protoss-Einheiten, aber so wie es aussieht, kann sich Scarlet hier nicht durchsetzen an dieser Stelle. Frisst hier richtig viele Storms. Lurkern versucht sich nur mal weiter zu fighten. Es sind nur Observer mit dabei gegen die Lurker. Es ist ein richtig knapper Fight zwischen vielen kleinen Einheiten. Wenn das die Crafter versuchen, weitere Einheiten zu snipen, aber die Protoss-Army bleibt weiter bestehen und die Ground Army hat hier auch gewonnen. Als Showtime wirft Scarlet ein weiteres Mal zurück. Eine weitere Angriffshalle abgewehrt. Aber Showtimes Economy natürlich wird in dieser Zeit nicht besser. Seine Basen werden nach und nach mined out. Er bräuchte eine neue Basis hier und Scarlet hat die eben bereits mit der Gold hier und kann auch die Basis noch besetzen, wenn es ihr wirklich wichtig ist. Die Edge ist zwar mega low und hier kommt einfach eine neue. Also Scarlet expandiert auch einfach weiter, hat jetzt hier auch den Crater Spy ready, heißt Blue Lords sind eine Option. Upgrade-technisch 3-2 auf den Ground Units. Beziehungsweise plus 1 für Millie kommt gerade noch mit dazu. Und wir haben plus 1 Flyer-Attacks bei Showtime gegen plus 3 für seine ganzen Ground-Units. Und es kommt plus 1 Flyer-Attacks mit dazu. Und es kommt ein neuer Nexus. Showtime möchte hier endlich mal Basis 5 nehmen, wenn das ein Scarlet hier, ja, immer noch fleißig am Expandieren ist, fleißig auch wieder am Creep-Spreaden ist. Bis ein bisschen so wichtig, so ein bisschen so groß gewachsen ist der Creep-Spread nicht in den letzten Minuten. Aber er ist zumindest mal ausgestreckt außerhalb der Basen. Das heißt, das kann man ein paar Gegenden überwachen mit den Cryptomorn und die Crafters suchen noch immer hier nach ihrem großen Einsatz. Eventuell einfach in die Mainbase springen, die Gebäude mit Caustic Spray einfach alle töten oder versuchen, die Einheit zu snipen, die frisch aus der Production kommt, oder eben auf die Hauptarmy treffen und den Carrier snipen und auch den Tempest hier mit dazu snipen. Die Crafter hier snipen wieder gut die Einheiten weg und das sind für Shotgun einfach bittere Verluste, die nur sehr, sehr schwer ersetzen kann. Seine Economy gibt es nicht her, dass er so einfach wieder einen Carry und einen Tempest nachbaut. Zudem eben die Bauzeit, die noch mit dazu kommt. Das kann ich auch mit Überwachung durch Changelinge sieht, wie sieht die Protoss-Army momentan aus. Plus 1 Attack wird zwar fertig werden, aber eben auch Scarlet hier plus 2 Flyer-Attacks und plus 3 Carapace unterwegs und auch schon die Uli-Cavern. Also Scarlet hier wirklich in der besseren Position, auch wenn es im Supply noch nicht danach aussieht. Das ist einfach, dass Scarlet's Economy besser läuft, dass Scarlet hier mehr Basen hat und einfach auch viel, viel aktiver sich auf der Karte bewegen kann. Man sieht hier die Corruptor allein. Sorgen schon bei Angst für Showtime, ja, bei Showtime für Angst. So rum. Und Showtime switcht ja auch auf mehr und mehr Voidways, einfach um eine Konterwaffe gegen die ganzen Corrupted zu haben. Währenddessen hier Lurker einfach hinten reingelaufen in die Economy und damit eine wichtige Mining Base von Showtime gerade außer Gefecht gesetzt. Es kommt jetzt hier eigentlich das Oracle mit dazu und mit dem Relevation kann diese visiert werden. Aber da geht es bereits weiter hier in der fünften Basis, in der neuen Basis. Da kommen die Storms aus, die Hydras fressen, ziemlich krassen Storm. Die Lurker hier schießen völlig durch die Gegend, snipen hier nochmal einen Templar, 5 Probes in dieser Zeit gestorben und die Lurker werden hier da gleich weitermachen. Ja, da direkt die 6. Probe, die down geht und der Nexus wird jetzt hier belagert. Die Corrupt, die hier fliegen immer noch durch die Gegend, suchen nach Einheiten, die sie snipen können. Und Showtime hier, ja, mit Problemen das alles zu defenden. Da hat jetzt hier einen neuen Observer mit am Start, kann den Lurker klären. Aber die Corrupt werden das schleichen gerade ihren Weg in Richtung 4. Basis und die wird mit Caustic Spray besetzt. Aber die Voidways sind bereits unterwegs hierher, versuchen jetzt die Corruptor zu snipen, kriegen da auch ziemlich schnell 2 Corruptor raus. Jetzt hängt das direkte Engagement Corruptor gegen Voidways. Voidways haben noch keinen Overcharge an, weil währenddessen geht eben hier auch der Fight los. Da fressen die Edison Storm, aber auch die Protoss an, die fressen Storm. Wird ein Busch jetzt aggressiv raus aus seiner Basis, währenddessen die Voidways hier versuchen noch zu fighten. Overcharge nicht an allen angedrückt, aber es reicht, um die Corruptor mal zurückzuwerfen. Shotham tatsächlich bewegt sich mal wieder auf die Karte, kann da wieder ein bisschen creeplos werden. Die Army ist zusammengesammelt, aber die Army von Showtime sieht einfach nicht so mega stark aus. Im Army Supply sind sie immer noch ziemlich ähnlich. Man sieht bei Scarlet auch das Supply viel sprungartiger, wie das der Zerg halt machen kann, durch seine massive Production. Und Goldbase wird von Showtime genommen, er versucht nicht rauszupushen, er versucht das hier weiter im Makro zu spielen. Hat jetzt hier natürlich seine fünfte Basis ready, 63 Probes gegen 77 Drones. Scarlet hier, Goldbase ist voll besetzt, wird auch schon weniger. Die Basis läuft noch, die Basis hier, da sind immer noch die Minerals, wie man meinen könnte. Stattdessen gibt es Minerals von dieser Basis und die Basis hier unten, bis sie die ersten drei Basen haben, eh nicht mehr so viel, was sie hergeben können. Trotzdem, Scarlet nähert sich ein weiteres Mal dem Max-Out. Showtime hier, ja, cleart gerade mal ein bisschen Creep. Zu mehr kommt er momentan nicht, traut sich nicht allzu weit raus, weil nicht weiß, von wie viel Seiten dann die Zerg-Army kommt. Es werden Viper mitgebaut, damit mit Abduct natürlich kann man die Carry einfach aus der Arm rausziehen. Und dann fehlt einfach ein großes Stück DPS, wobei es ist nur noch ein Carrier übrig. Haupt-Army besteht gerade aus Voidray, Templar, Archon. Das ist gerade Showtimes gesammelte Army.
Er versucht eben hier die Goldbase zu nehmen. Seine Einheiten patrouillieren da fröhlich zwischen den Basen. Die Basis hier gibt eh nicht mehr so viel als Showtime. Wird die auch nicht mehr so wichtig sein, diese Basis. Einfach die beiden Basen zu halten, das wäre jetzt hier der wichtigste Punkt. Und Scarlet in dieser Zeit, ja, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Creep am Start. Scarlet einfach gemütlich Richtung Maxout, gemütlich Richtung Blue Lords. Plus 2 Melee Attacks, plus 1 Flyer Carapace. Holt sich also hier ganz, ganz viele Upgrades nochmal mit dazu. Nähert sich hier da in dem kompletten 3-3 so langsam. 3-3 auf den Heilers und den Lurkern ist bereits drauf. Sind eigentlich noch, wie viele Lurker sind eigentlich noch auf dem Feld? 2 Stück gerade mal. Scarlet zieht das also auch mehr und mehr in eine Air Army. Natürlich, die Late Game Armies sind alle fliegend, weil die einfach wahnsinnig teuer sind. Und auch eben die Ulis, die hier mit dabei sind, natürlich als Tank richtig wichtig. Hier nochmal Observer, die gesniped werden, die könnten wichtig sein. Wenn eben noch 2 Lurker mit dabei sind, nein, stattdessen einfach mal Tag auf die gesamte Armee. Das hilft auch für Showtime. Und wir haben ein weiteres Mal ein Gegenüberstehen. Changelinge wollen mal ein bisschen vorscouten, aber waren ziemlich schnell gesniped. Und Scarlet steht hier vor der Goldbase, weiß, dass seine Basis ist und möchte die natürlich am liebsten ausradieren mitsamt dem Protoss. Scarlet hat den Maxout, heißt, sie kann hier den Fight suchen. Showtime 185 Supply gerade, baut wieder mehr Immortals. Hatten mal einige Templer hier am Start, insgesamt 11 Templer sind auf dem Feld. Jetzt nochmal 7, es wurden nochmal Arkons rausgemacht. Es sind einige Storms auch mit dabei, aber die Blue jetzt hier machen mal den Anfang, Waffen nach und nach, Blutling runter. Können damit natürlich fröhlich Schaden machen. Es ist nur noch ein Tempest mit dabei, der hier auf diese Blue ohne Probleme schießen kann, einfach durch die Zusatzrange, die er hier hat. Aber ein Tempest alleine macht einfach nicht so wirklich brachial Damage an diesen Zerg-Einheiten, vor allem nicht auf dem Boden. Und es sind hier auch noch Queens mit dem Start, die diesen Schaden gegenheilen können mit dem Transfuse. Da geht nochmal ein Storm mit raus, ein Lurker wird ein bisschen angekratzt, aber die Blutlinge einfach nach und nach rein. Showtime ist eigentlich derjenige, der jetzt hier ins offene Engagement geht. Jetzt haben wir direkte Konfrontation am Rand des Creeps, da geht der Purse in den Korb mit rein. Die wollte es hier im Overcharge fighten, gerade gegen die Hydras, sollten eigentlich gegen die Crafter fighten. Ein richtig dicker Fight hier auf beiden Seiten. Ich sage jetzt, kommen wir eigentlich nach, wollen die den Groundfan entscheiden. Es ist einfach immer hier dieser eine Lurker am Leben. Da kommt nochmal ein Tag mit drauf, jetzt ist der Lurker down und die Ground Army von Scarlet verliert hier. Die Air Army ist noch ein bisschen besser im Stand. Da sind noch ein paar Corruptor und die 2 Bootlords hier. Das heißt, Showtime kann ihn nicht weiter pushen, ihm fehlt sein Anti. Er hat nur noch einen einzigen Archon als Anti-Air. Aber er baut gerade Triple Tempest und Scarlet Remaxed hier mit weiteren Hydras. Der Fight lief überraschend gleich auf hier zwischen den beiden. Schau mal, Resources lost 45.000 zu 41.000. Scarlet hat hier mehr verloren, aber eben auch mehr gemeint wird. Dessen Showtime schickt mal einen Celadrum bei los nach 22 Minuten. Kann sich aber eigentlich nicht so wirklich leisten, muss man sagen. Man sieht 150 Supply, seine Bank ist ausgegeben, Scarlet und einfach nochmal gemütlich neue Basis. Einfach Showtime kämpft halt gegen an, aber das Problem ist, Scarlet kann sich ungehindert weiter expandieren, kann unbehindert weiter minen und somit jedes Mal einen neuen Push auf die Reihe stellen. Und Showtime muss jedes Mal gucken, dass er den möglichst effizient verteidigt. Hier geht's wieder rein. Tempest ein bisschen weit vorne, Band von den Hydras angegangen. Erster Tempest ist hier auch da. Jetzt geht man Storm weit in die Hydras. Weitere Vollabstorm. Aber die Hydras weichen jetzt hier schön aus. Es sind noch so viele Hydras hier am Leben. Showtime wird hier nach und nach umzingelt. Die Zerg Army hier steht an den Toren. Der Nexus geht jetzt hier down. Die Goldbase ist damit weg und die Ground Army kann sich auch nicht. Jetzt sind noch so viele Hydras übrig. Da kommt das GG von Showtime. Und Scarlet macht hier da doch das 2:0, indem sie einfach ja die endlosen Zerg-Wellen ihrem Gegner entgegenwirft. Schon mal kurz in Sionitz Lost Tab. Gerade mal 2 Carrier, aber es wurden nur 2 gebaut. 7 Tempest, die hier drauf gingen. 110 Salads, die gestorben sind. Im Vergleich dazu 137 Hydras. Nicht allzu viele Roaches, davon wurden nicht viele gebaut. 30 Lurker tatsächlich, die es hier erwischt hat. 4 Pulots. Die 4 Drop-Overlords sind irgendwann mal gestorben, 3 Ullis sind gestorben. Scarlet hat am Ende eigentlich hauptsächlich Hydras gebaut, wie man sieht, mit 137 Units lost. Auch 15 High-Templer, die noch gestorben sind, und 25 Archons. Da stecken ja nochmal 50 High-Templer drin. Ja, also die Verluste waren substanziell. Am Ende 2000 mehr verloren für Scarlet, aber einfach, sie hat wesentlich mehr gemeint, wie man sieht, hat auch 100 Supply mehr. Da war es einfach die Economy. Scarlet wusste, dass sie die ganze Zeit die gute Economy hat. Ich weiß nicht, gerade noch interessiert, wie weit kam eigentlich Showtime's Celadrum bei am Ende des Tages? Okay, er kam bis hierher an die Spinecrawler und wurde da abgewehrt. Das heißt, er hatte auch nicht wirklich viel zu melden. Ja, damit 2:0 für Scarlet, wir gehen in Map Nummer 3. Somit Scarlet mit der gemütlichen 2:0-Führung hier auf Acidland und Showtime mit dem Rücken zur Wand. Mal sehen, ob er was anders macht oder ob Scarlet was anders macht. Natürlich hat Scarlet jetzt hier freie Möglichkeiten, was sie an Strategie wählt, kann fröhlich Baning basten. Hat sie an der ersten Map auch gemacht. Aber mal sehen, was es dieses Mal wird. In welche Richtung wir gehen. Aktuell gehen wir in Richtung Gateway Expansion und Hatchery First. Das heißt, alles reguläre Opener. Und wie man sieht, Scarlet nach ihrem Sieg in der IEM Pyeongchang noch immer gut in Form. Ich denke, es sind ja nicht sonderlich weit auseinander gewesen. Die WSG und die IEM Pyeongchang. Einfach ein bisschen weiterreisen von
Südkorea nach China ist jetzt auch nicht die weiteste Reisestrecke, nicht der längste Flug. Also das geht ja. Das wurde alles offline ausgetragen, also quasi on-site wurde alles in China ausgetragen, bis auf die Qualifier. Aber das Hauptturnier eben. Da waren alle Spieler vor Ort und haben sich erstmal übers Hotel beschwert, weil das Hotel, das sie bekommen haben, so in komplett nicht baufertigem Zustand war, sondern alles anscheinend, Kabel hingen von den Decken, es waren Sachen nass, es war halt wirklich noch komplett Baustelle. Aber der Veranstalter hat sich darum gekümmert, hat anscheinend das Problem gehabt, dass ihm das eigentliche Hotel, das er gebucht hatte für die Spieler, ihm kurz zuvor abgesagt hat und das andere war eine Notlösung und hat sich dann um eine neue Notlösung bemüht, damit dann die Spieler richtig, ja, versorgt sind und nicht in weiß Gott was für ein Ding hausen müssen. Seien anscheinend wirklich Zustände gewesen. Es gab ein paar Bilder, die die Spieler gepostet haben. Und da waren ja nicht nur StarCraft-Spieler, es war ja ein durchweg E-Sport-Turnier. Also es waren ja sämtliche Titel vertreten. Mit, ich weiß, Dota war mit dabei. CSGO war mit dabei. War League mit dabei? Ich glaube, League war nicht mit dabei, weil Riot die Austragung von League of Legends Events sehr, sehr streng in der eigenen Hand hält. Aber da bin ich mir nicht sicher. Kenne ich mich zu wenig aus. Ja, wir haben Adept Nummer 1 einmal mehr in der Circ-Basis, an der Circ-Basis. Aber es sind Dinge da. Und Speed-Upgrade kommt nochmal dazu. Währenddessen, die Showtime geht ein weiteres Mal auf das Stargate. Weiteres Mal vermutlich auf Oracles. Dieses Mal wieder in der Heimatbasis. Und der Adept einfach nur am Scouten. Committet hier nicht den Shade. Ja, da ist das Oracle unterwegs. Und Showtime damit auf zwei Basen. Oracle Opener. Wird durchgezogen und bei Scarlet momentan sehen wir die Static Defense im Bau, damit die auch rechtzeitig da ist. Queens werden gebaut. Es kommt eine Evolution Chamber. Wir sehen, Scarlet natürlich kann durchaus einen Drop machen, hat sie auch in der ersten Map schon gemacht und ist auf dieser Map tatsächlich auch recht einfach machbar. Über diese Kante kann man easy einladen und droppen, aber es sind dieses Mal keine Overlords vorne, wie man sieht. Der Overlord hat nach vorne gescoutet und dann ging es sofort wieder rückwärts. Also interessant auf jeden Fall die Aufstellung, damit ist ein Overlord-Drop ein bisschen eine schwierigere Angelegenheit. Es ist noch keiner gestorben, wie man sieht, es ist noch gar nichts gestorben. Oracle geht rein in die Maybase, mal sehen, wie viele Kills kann sie mitnehmen. Es ist nämlich ein Spore-Caller vorhanden, das heißt, das Schaden, ja, nicht so viel möglich. Es gibt einen Kill und das Oracle verliert die Hälfte seiner Hitpoints, über die Hälfte. Wenn das ein Linge, stellen sich hier auf vor der Natural von Showtime, vor der Wall. Showtime selber geht hier noch auf Twilight Council und Robo und sein Phoenix scoutet vergeblich nach Overlords, wird da nichts finden, es ist einfach nichts auf der Karte. Die nächstbesten Overlords sind um die Circ-Basis rum. Ja, Linge bekommt plus 1, Leertech kommt mir dazu für Scarlet. Mal sehen, was sie hier vorhat. Momentan gibt es einen ganzen Schwung an Lingen, keine weiteren Drones, 42 Worker momentan und ein Linge mit dazu. Es gibt, könnte hier durchaus noch einen Queen Drop mit dazu geben zu den Lingen. Dass wir hier den Queen-Link-Push haben. Wir haben aktuell 5 Queens auf dem Feld. Das waren nochmal 2 gebaut. Overlord-Drop kann gebaut werden. Evolution Chamber ist da. Und damit kann man natürlich die Queens schnell transportieren, wenn das Overlord-Speed-Upgrade mit dabei ist. Aber das wurde bisher noch nicht erforscht. Stattdessen gibt es den Leer. Erstmal hier mit dazu. Mal sehen, wenn es danach direkt das Upgrade gibt, dann haben wir die Sache auch geklärt. Momentan sind hier viele Linge unterwegs. Und es werden mehr und mehr Linge gebaut. Also da kommt gerade richtig viel, wenn das geht Showtime gerade ins Templar-Archive. Es gibt einen Nidus-Kanal tatsächlich. So kann man die Queens auch schnell von A nach B bringen, indem man einfach ein Nidus-Network baut und danach einen Nidus-Kanal in Richtung gegnerische Basis setzt. Funktioniert auch. Und die Linge hier wollen bereits drauf auf die Protoss-Army, aber die steht hier sehr, sehr eingepfercht zwischen Pylon und Nexus. Will hier da weiter defenden. Trotzdem Linge jetzt einfach ran an die Netz und da ist die Lücke offen. Und Showtime damit kriegt jetzt richtig Probleme. Erster Treff wird sofort surrounded. Linge rennt jetzt einfach fröhlich durch. Rennen rein in die Mainbase. Jetzt kann natürlich auch, sobald das Nidus Network fertig ist, der Nidus direkt in die Mainbase gebaut werden. Scarlet findet hier einfach die Lücke. Der Adept hat sich wegbewegt. Und jetzt hat Showtime große Probleme. Versucht das mit dem Oracle und den Scarlet zu verteidigen. Die Linge fighten hier gerade fröhlich durch alles rum. Währenddessen hier Linge an der dritten Basis. Linge rennen nochmal mehr rein in die Natural. Nidus Network ist fertig. Heißt, es kann hier Nidus gesetzt werden. Es gibt einen Nidus in der hintersten Ecke der Mainbase. Das Showtime das auch gar nicht gekriegt. Und die Linge hier fressen sich bereits auf 5 Props. Hier werden die Linge nach und nach gekillt. Immer der dritte Nexus wird gecancelt noch. Showtime muss jetzt irgendwie defenden.
stellt die Zellets hier in seine Lücke. Aber auch hier werden Protoss-Einheiten surrounded von den ganzen Dingen. Und jetzt hier ist eben der Nidus ready in der Mainbase. Queens kommen raus. Es sind so viele Queens, die Adepts haben nicht die DPS, um diesen Nidus tot zu kriegen. Im Leben nicht. Und Shotem jetzt hier an allen Fronten mit Problemen. Die Nets wird noch mal belagert von den Dingen. Fressen sie hier gerade nach und nach durch den Cybernetic Score. Die Queens stehen mitten in der Mainbase, snipen den Phoenix und spucken jetzt hier fröhlich auf alles rum. Plus 1 Attack ist auch drauf auf den Dingen. Da kommt mehr Reinforcement vom Circle. Das sieht ganz, ganz schlecht aus, die Showtime. 28, 52, das Army Supply, die Dinge hier sind hier schon fast durch. Undernatural, die Cellets geben mir alles, die Adepts geben mir alles, aber es ist halt einfach so viel Circ hier in der Protoss Mainbase. Man sieht, die Dinge rennen da auch mit rein. Das heißt, die Mainbase, die ist verloren. Man versucht hier noch zu fighten, das Problem ist, in den Queens kann er schlecht fighten. Es ist ein Warpfusion noch mit dabei, aber auch das hilft dir wenig. Die Cellets laufen hier ran, aber es ist so viel Transfuse-Energie da und Showtime sieht das auch ein. Es hat hier keinen Nutzen. Und Scarlet macht hier tatsächlich die dritte Map sehr, sehr schnell klar und hat damit den 3:0 Sieg gegen Showtime. Bisschen schade, hätte gerade noch eine weitere Map zwischen den beiden gesehen, aber Scarlet hier stark aufgespielt. Wie man sieht, ist da immer noch gut in Schuss von der IEM und macht hier in der WESG fröhlich weiter. Damit ein 3:0 und eben. Ja, es war von Showtime eben ein Problem, dass hier die Dinge reingekommen sind in der Netzwelt, das hätte nicht passieren dürfen, ab da ging einfach alles schief, weil ansonsten hätte der Nidus auch draußen vor der Wall stattfinden müssen, hätte Showtime auch mehr Zeit gehabt zu defenden, ihm wären nicht ständig Sachen in der Mainbase gestorben, wären die Probes nicht gestorben, das wäre dann schon ein bisschen eine andere Situation gewesen, aber somit Scarlet, ja, spielt einen sehr chaotischen und auch sehr aggressiven Style und er wird damit belohnt mit einem 3:0 gegen Showtime, dessen Verteidigung nicht gereicht hat, die Mauer hat dieses Mal nicht gehalten. Das war Replaycast Nummer 767. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.